Es beobachtet. Es lernt. Und es tötet. Seit langem wusste Matthew Sobol, Computergenie und einer der reichsten Männer des Silicon Valley, dass er sterbenskrank ist. Exakt in der Sekunde seines Todes nehmen rund um den Erdball Computerprogramme ihre Arbeit auf. Zunächst unbemerkt, aber sehr bald schon wird deutlich, dass ein Dämon unseren gesamten digitalen Planeten infiziert hat. Ein Dämon, der herrscht. Ein Dämon, der tötet. Und in einer Welt, in der alle vernetzt sind, kann ihm keiner entkommen. Dämon. Das Wort ist eine Zusammenziehung aus Disk and Execution Monitor.